Ja. Ich muss sagen, es läuft gerade ein bisschen besser wie das letzte Mal. Bin sehr zufrieden. Ja. Die eine Niederlage ist zu verkraften. Hoffen wir, dass jetzt noch die nächste kommt. Wir stehen momentan, natürlich ist jetzt oben links Aussicht Aufstieg. Ja, der Klassenerhalt ist immer Ziel. Ja. Ist klar, es sind erst 4 Spiele, aber ist ja wurscht. Ja. Ist vollkommen egal, weil momentan sind wir auf Aufstiegskurs. Klassenerhalt ist Ziel, Aufstieg wäre super, dann sind wir in Liga 2 und fliegen dann wahrscheinlich direkt wieder in Liga 3 runter, das ist immer so. Oder vielleicht überleben wir eine Saison in der zweiten. Wir waren aber auch, und das stimmt, Matze ist Zeuge, klar, er war ja dabei, wir waren schon mal in Liga 1. Das war aber ganz, ganz kurz. Sogar 2 Saisons. 2 Saisons lang, ja. Wir haben es zweimal geschafft aufzusteigen und wir haben es zweimal geschafft direkt wieder aufzusteigen. Hey, Barca hatten wir heute noch gar nicht. So schön. Aber es wieder, aber gerade wieder fabrizieren, finde ich nicht schön. Bei Ihnen sehen wir die laufen wieder, ne? 15er Stil. Wahnsinn. Da ist Otto. Ich behaupte mal, bei uns wäre die Flanke wieder vor dem Torwart. Ja, und der Verteidiger wäre gar nicht gespürt. Manuel da nicht rausgeht und den einfach fängt, ist auch eine gute Frage. Oh, es geht wieder los. Obola. Und Thiago. Ah. Gut geklärt, das war wichtig. Neymar am Ball. Luis Suarez. Hey. Jetzt Robben am Ball. Javier Mascherano jetzt. Die sind sehr linkslastig, ist mir aufgefallen. Ich wollte gerade sagen, ist ja Neymar-lastig, ja. Alaba. Ah, zu hart. Nein, war er nicht. Er war nicht hart. Super, oh. Er hat den Ball. Nein. Der Ball ist kein Problem für den Torhüter. Das wäre zu einfach gewesen. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Oh! Ach, oh, Mensch! Heckler da so ein Hacksel. Normalerweise schraubt er noch sein Knie dann raus, ne? Douglas Costa jetzt. Und Thiago. Ja. Robben! Und das aus der Distanz. Ja, da habe ich nicht toll die Chancen, ne? Das ist nicht so toll. Keine schöne Bananenschuss. Das war nicht so gut, erfolgreich. Ivan Rakitic. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Und Robben. Nur Müller. Piqué am Ball. Ah, fuck. Da wird unter Druck gesetzt. Obola. Er passt auf und holt sich im Mittelfeld den Ball. Boateng. Und Douglas Costa. Flanke. Oh! Ah, und wieder vorbei. Schön rausgespielt. Und Thiago. Egal. Eine Gefahr. Ey! Rückpass, Freunde. Nicht schön. Finde ich nicht schön. Voll ungeil. Und Douglas Costa. Iniesta. Gibt's die Regel eigentlich in FIFA? Ich glaube nicht, ne? Messi. Gute Flanke. Was? Die Rückpassregel? Rückpassregel in der FIFA? Abschluss war nicht mit indirekten Freistoß oder was? Der Ball geht doch ein gutes Stück am Tor vorbei.
werfen wir nochmal einen Blick auf diese Chance. Du siehst ja, da gibt es gar nichts dafür. Da geht er gut dazwischen. Ribéry. Und was kostet er jetzt? Monsterblock. Jetzt Ribéry. Klasse aufgepasst. Ach. Er kommt an den Ball. Jetzt Einwurf Barca. Jetzt haben wir mal überall einen Stiefel zwischen. Das finde ich gut. Iniesta. Oh, der lässt viel laufen. Der lässt verdammt viel laufen. Nee, das ist ein englischer Schiedsrichter. Jetzt wieder die Bayern. Vidal. Ah. Ach, scheiße. Dani Alves. Nun Lionel Messi. Super Flanke. Flanke zu ungenau. So hat sie der Torwart. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Nun Vidal. Nun Thiago. Aha. Iniesta. Ah, fuck. Suarez. Rakitic jetzt. Zuspiel auf Messi. Na? Naja, das liegt für mich nicht. Dani Alves. Iniesta. So schnell ist der Franzose dann auch nicht, glaube ich. Vidal. Und jetzt Lucas Costa. Robin jetzt. Na, jetzt wird er aber. Den Zweikampf verliert er. Das müsste es sein. Jawohl. Ja. Geile Nummer. Geil, Matze. Geil, geil, geil. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff kommt dieser Treffer. Da gehst du natürlich mit einem richtigen. Thiago hat's gemacht mit dem Kopf. Unfassbar. Der kleine Mensch aus Spanien. Keine Chance für den Torhüter. Der ist mir grundlegend unsympathisch, ne? Dieser Katalane. Das sind alles Terroristen für mich. Aber also hier leistet er solide Arbeit. Super Timing, den Ball holt er sich. Jetzt tut das Costa. Null. Ja, das musst du pfeifen. Jo. Bring ich. Sofort steht 1:0, ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte läuft. Ja, kann man lassen. Ich weiß immer nicht, was sie so lange machen. Stellen die um? Wechseln die aus? Würde mich mal interessieren. keine Ahnung. Würde mich echt mal interessieren. Würde mich mal jucken. Oder vielleicht das spielen sie auch gegenseitig an sich rum. Vorne. Mal sehen, wie es weitergeht. Den Ball in den eigenen Reihen. Fantastisch. Ribéry! Da ist er! Robben war's! Nicht auf der Wieder einmal. Er einfach unglaublich im Zug. Ey, das war noch ganz tolle Show. Ja, war eine tolle Show. Ja, hab ich gerunken und hatte geschossen und hab gerade reingemacht. Super Show. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. War alles geplant. Ja. Oh. Naja. Schüsse aus der Distanz. Hier hat er da läuft der Thiago in die Gasse. Entschuldigung. Naja, mach das. Robin. Noch sind wir auf Kurs, also. Jetzt ist der Ball weg nach dem Hackentrick.
Gut gemacht, gutes Tackling. Oh, Ribéry ist auch heiß. Thiago jetzt. Ribéry. Und Thiago. Und da zeigt der volle Einsatz. Ja, wollte ich nochmal auf Ribéry. Er hat den Ball. Jetzt Ribéry. Ja. Du hast zu lange gewartet. Robben. Die Mitspieler bieten sich an. Rückpass zum Torwart. Es wird denen zu heiß hier hinten, glaube ich. Nun Lionel Messi. Oh. Ballbesitz Bayern, es gibt ja, Anwurf. Das ist das Problem, wenn man so auf schnell vorspielt. Das funktioniert nicht. Douglas Costa. Nicht mehr so oft. So wie jetzt. Das war schade. Er bleibt am Gegner dran und holt so den Das war kein Foul. Das war kein Foul. Das können wir nicht. Nee, es war kein Foul, aber ich konnte mich auch nicht mehr in irgendeine Richtung bewegen. David Alaba jetzt. Dani Alves. Den Angriff blockt der Abklasse, aufgepasst. Ribéry. Gutes Abspiel, wird das was für Barca? Nein, das war abseits. Das war abseits, das habe ich gar nicht mitbekommen. Hast du das gesehen? Anscheinend. Nein. Ich habe es leider auch nicht gesehen. Vidal. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Oh. Danke, Philipp, danke schön. Jetzt liegen sie deutlich zurück, aber kann man dem Torwart alleine. Ich glaube, jetzt holt der Jogi wieder in die Nationalmannschaft. Nein, ich glaube, da hat Alarm selber aus dagegen. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Jetzt Robben am Ball. Klar. Philipp, das war nicht so toll. Mit so einer eindeutigen Kiste hätte ich hier nicht gerechnet. Da überrascht mich ebenfalls, aber die alte Regel gilt auch heute. Wer gewinnen will, muss Tore schießen. Und das gelingt eben vor allem einer Mannschaft. Oh. Da passt er auf und geht dazwischen. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Nun Douglas Costa. Jetzt Ribéry. Da kommt der Schuss. Oh. Die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Macht er ihn. Der Ball im Tor. Sehr schön. Elegant gelöst. Wicked. Elegant gelöst. Wicked. Ja. Alfie Hardcore. Heute ein weiteres Tor und der Gegner muss aufpassen, dass ihm das hier nicht komplett entgleist. Eine einseitige Angelegenheit, das drückt auch das Ergebnis aus. Oh. Messi, da ist er aufmerksam. Man muss eins dazu sagen: Es gibt Mannschaften, man muss dazu sagen: Es gibt Mannschaften und Gegner, die hätten jetzt schon aufgegeben. Oh, jetzt schon aufgehört. Habt ihr vorhin gesehen: 5-1. Ne? Ja. Ja, 1-1 müssen wir dazu noch. Hey. Hey. Das Abspiel war nicht gut. Einwurf für den Gegner. Hat der Messi sich da eigentlich sein Blumenbeet zu Hause auf dem Arm tätowieren lassen? Oder? Keine Ahnung. Was soll denn das darstellen? Du, ruf mal am besten an und frag nach. Souverän, er hat den Ball. Ja, ich frag mal nach. Sie kämpfen um den Ball. Jetzt wieder die Bayern. Nun Douglas Costa. Sehr gutes Abspiel. Jetzt Fahne so. Ah. Da ist er etwas zu früh. Echt jetzt? Da hat er aber echt spät die Fahne gehoben. Ja, aber den hätte ich jetzt nicht abseits gedacht. Das Problem ist aber auch, meiner Meinung nach, war es ein Foul am Robben vorher. Das hätte er pfeifen müssen. Stand nicht da hinten noch einer? Bist du alleine gerade? Ja. Da hat der Torwart hat sich erledigt. Gar kein Problem.
Ah! Oh, jawohl! Na! Also, da kann man aber Ecke davon. Los, gut, dafür kriegen wir Ecke. Vidal! Dieses Mal hat er den Ball. Guck doch mal, kannst du. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Oh, das war Zusammenspiel. Ach komm, ach komm. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Franck Ribéry am Ball. Gefährliche Flanke. Starke. Ey, wieso muss er denn jetzt wieder mit der Brust annehmen? Nach wie vor deutlich. Ja, ich sag wieder mal, ruf ihn an, frag nach. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Ruf an, frag nach. Ja. Lucas Costa jetzt. Und Jordi Alba. Und hier wird es jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Unglaublich. Ja, ich glaube, denen geht es gerade so wie uns beim letzten Mal. Maske da klappt an. Nichts. Ja, und die bleiben überall hängen. Gut gemacht. Oh, das war jetzt so ein bisschen wie du vorhin, ne? Ja. Na komm, pfeift das Ding jetzt ab. Die Katze ist aus dem Sack. Robin. Das Häslein ist in der Grube. Ach, du Scheiße. Ja, das hätte mir mal einer sagen können. Ach du Scheiße. Das Spiel ist auf. Das sieht doch ordentlich aus. Das sieht doch echt ordentlich aus. Das ist schön. So.